Und damit sehr herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Profit. Einige werden sich jetzt fragen, hä, was mache ich hier und warum bin ich alleine? Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe momentan jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit wieder und dachte mir, dass wir doch eventuell mal versuchen könnte, dass wenigstens das Sonntags-Let's Play wieder aufleben zu lassen, indem ich einfach ein bisschen aufnehme hier. Allerdings muss ich gestehen, es wird wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, dass ich und der Wolke zusammen spielen können, zumindest nicht mehr so oft, weil der Wolke und ich haben einfach verschiedene Zeiten momentan und ich muss einfach die Zeit jetzt mal nutzen, um das ja aufzunehmen. Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, da irgendwie mal ihn wieder in die Aufnahme zu holen, oder vielleicht findet sich mal ein anderer, dass wir hier immer mal mit anderen Leuten zusammen spielen können. Und ich habe schon eine ganze Ecke nicht mehr gespielt und ich kann hier anscheinend was machen. Keine Sorge, Leutnant, ich lasse niemanden, der verdächtig aussieht, nach Kabak. Auf zur Mine, Leutnant. Achso, das haben wir schon angenommen. Achso, okay. Na gut. Beware of the shadows. Beware of the shadows. Aber ich sehe, da oben habe ich irgendwas. Drachensplitter Sockelstück. Bindet sich beim Aufnehmen mit dem Eilen, könnt ihr unsere Drachensplittersockel freischalten. Wenn ihr dies direkt aus dem Interface für Splittersockelung tun möchtet, wird dieses Item anstelle von Diamanten verwendet. Achtung, ein Sockel wird immer nur für ein einziges Item freigeschalten. Ein Item kann bis zu 4 Sockel haben. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe, es ist anscheinend so. Und Belohnung abholen. Titelbeförderer. Titel wird dies bei einem ausgewählten Titel. Das, weil ich online bin, oder was? Ah, okay. Alles klar. Na gut. Ich weiß natürlich nicht, was wir gemacht haben. Der erschöpfte Kraftdrache, Erholung, Erbeuten des Goblin. Wie kann man denn hier auf die Map? So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Und ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden mit dem ganzen Spaß, den ich hier getrieben habe. Einsamer Reisender. Was? So, was haben wir denn hier? Kleines Bündel und Standardheiltrank. Nehmen wir mit alles. Achso, ich bin voll. Also schon wieder im Let's Play, natürlich. Na. Ich hab gerade was wieder angefangen hier. Ich stress mich nicht. So, F. Getting around all right? I'm busy. Ja. Getting around all right? Ich dachte, ich muss mit ihm reden. Ach so, das waren... Ach, die Teich... Warte mal. Kann ich hier irgendwie langs... Ah ja, okay, wir brauchen also... Ihr habt eure Quests fertig. Hier. Ach so, deckt den Betrug auf, okay. Habe ich also noch nicht fertig. Dann schauen wir mal. Junge. Na, will aber noch spielen, seufzt. Na gut, aber ich komme morgen wieder. Himmelshammer Notversammlung. Findet Schlachtherold, das soll der Prophezeiung. Was habe ich da denn? Da ist noch irgendwas. Ich muss erstmal klarkommen wieder. So, deck den Betrug auf. Ja, klasse, wo mache ich das? Kann ich mir das mal irgendwie ein bisschen höher legen oder so? Questverfolgung. Questtipps an aus. Quests in Reihenfolge der Aufnahme auflisten. Neue Quests oben anordnen. Beendete Quests nach unten sortieren. Quests nach Ort sortieren. Ach so. Größe Titel. Ah, super. Und dann machen wir mal auf 10. Damit ihr auch noch was lesen könnt. Und Größe Inhalt machen wir auch mal auf.
Machen wir beides auf 13. Oder? Ja, das funktioniert so genau, super. Okay, also müssen wir als nächstes machen. Deck den Betrug auf, verhalte den Goldbeutel. Kann ich denn irgendwie, wenn ich auf die Quest klicke, vorlesen tue ich jetzt nicht nochmal alles. NPC-Standort auf Karte markieren. Was? Okay. Im Rucksack ist irgendwas. Das habe ich ja vorhin schon mal gesehen. Was ist denn im Rucksack so Besonderes? Ich sehe es nicht wirklich. Ach, Rucksack ist voll. Ach, und plus 1 ist also, was nicht im Rucksack ist. Alles klar. Na gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch einen Quest. Die Nasuf-Kampfschweine, die von den Goblins herangezogen werden, sind dreckig und aggressiv. Nach dem Stand unserer Kenntnisse kann man schon ansteckende Krankheiten kriegen, wenn man ihnen nur zu nahe kommt. Wir müssen verhindern, dass sie sich im Dorf Futter holen. Wir haben erfahren, dass sich die Kappa-Gewildschweine sehr von den Flinkfuß-Sumpftrachen fürchten. Ich denke, das hat einen tierischen Instinkt zu tun und sie vermeiden Orte, die mit dem Geruch von Flinkfuß-Sumpftrachen markiert sind. Das können wir ausnutzen. Die Flinkfuß-Sumpftrachen... markieren... Nee, wo war ich denn gerade? Die mit dem Geruch von Flinkfuß-Sumpftrachen ein Wort, ey, markiert sind. Das können wir ausnutzen. Die Flinkfuß-Sumpftrachen, verdammt, verbreiten gewöhnliche Magensäfte, um ihr Gebiet zu markieren. Helft mir, einige Flaschen trübe Drachengalle zu bekommen. Ich will sehen, ob dieses Zeug wirklich die Nasuf-Kampfschweine verjagt. Nehmen wir an. Machen wir aber gerade nicht. Ich würde nämlich gerne erstmal hier ganz kurz... Was haben wir denn da noch? Yusuf Dadov. Hallo. Hello. Als ich nach Hause kam, war kein Abendessen auf dem Tisch. Oh mein Gott, wirklich? Du armer Kerl. Ich habe alle Türen geöffnet, aber niemand war zu Hause. Wie ist das möglich? Habe ich etwas falsch gemacht? Susanne ignoriert mich in letzter Zeit. Heute ist sie mit Arion fortgegangen. Zugegeben, ich bin spät nach Hause gekommen. Doch das hat einen Grund. Seitdem das Scharainor wieder zugesperrt hat, habe ich keine Nachrichten von meinem Schatz erhalten bis jetzt. Ich muss bleiben und die Nachricht bestätigen. Die Batterien des Empfängers gingen zur Neige, also ging ich nach Hause, um welche zu holen. Wer hätte gedacht, dass mich meine Frau verlässt? Oh mein Freund, ich flehe euch an, ich bin eine Frau. Bring sie und mein Kind zurück. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich habe ein paar Energiesammler beim... Ah, cool. Moment, wo war ich gerade? Energieanzeige. Beim See aufgestellt, um Wasserelementarenergie zu sammeln. Die Energieabsorptionskristalle sollten mittlerweile voll aufgeladen sein. Bitte bringt sie mir. Na klar, mach mal. Der arme Mann, der hat seine Frau verlassen, da können wir ruhig mal helfen. Ich würde aber gern, wo ging denn das mit den... Wo habe ich denn... Hier war das, gell? Was können wir denn gerade craften? Eigentlich gar nichts. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich will gar nicht den Amboss verwenden. Ich will dieses Seelending hier verwenden. Nein, das hier. Warum geht das nicht? Ach, Seelenzauberhandwerker. Splitterfusion. Ah, so ging das. Psychischer Schaden. Wie sieht denn das aus? Ach, da unten steht mein Gold, okay. Super, magischer Schaden. Okay, Attribut ist eine Inkonsequenz. Ach so. So, Gold. Dann Elementarschaden, das können wir noch mal rausheben. So, klack, klack, klack. Und Gold. Jawohl. Dann noch kurz den natürlichen Schaden. Ach, immer noch nicht. Warum bleibt das eigentlich immer da hängen? Das ist sinnlos.
So, weg damit. Natürlichen Schaden haben wir gerade gemacht. Dann Drachenzauberschaden. Das ist egal, brauchen wir nicht machen. Physische Abwehr. Okay, da haben wir eine Menge. Die packe ich mal alle zusammen. Gold und okay. So. Auch magische Abwehr haben wir ein ganzes Batzen hier, können wir machen. Also ich weiß nicht, ob... Ich glaube, kann sein, dass die Folge eventuell länger als eine Stunde geht. Die erste, weil ich mich halt jetzt noch einfinden muss. Und es ist ja natürlich jetzt für euch nicht unbedingt spannend. Also ich weiß nicht, ob es für euch spannend ist, wenn ihr mir jetzt in Zukunft, wie ich mich wieder einfinde. Wir starten ja auch gleich mit den Missionen dann. Ich will nochmal ins Drachengehege auf jeden Fall gehen dann und gucken, was die Drachen gemacht haben. Was wir dann alles machen konnten. Die Effekte des Drachenschwerts sind nicht ausreichend und kann nicht verwendet werden. Okay, dann nehmen wir das halt nicht. Dann auf Drachen brauchen wir auch nicht. Und Gesundheit. Gesundheit können wir machen, das ist sehr gut. Na, komm, geh weg. Gesundheit und verwenden. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was ich alles dabei habe. Was ich eventuell verkaufen kann. Was haben wir denn hier? Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir die Drachensplitter. Hier haben wir den Spaß. Verkaufe ich mal nicht, weil ich glaube, das ist alles wichtig. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Wurmteller, können wir verkaufen. Wir können verkaufen Leinenfetzen. Wir können verkaufen leichter Lederfetzen. Wir können verkaufen... Silberner Ring können wir verkaufen. Wir können den Ring verkaufen. Wir haben anscheinend ein neues Item, okay. Grünflügel Kampfbogen brauchen wir auch nicht, können wir kaufen. Patrouillen Großschwert Talisman der Reinheit. Kann ich eh nicht verwenden, Talismänner. Speer lasse ich mal noch dran kurz, das ist wieder ein Talisman, den brauchen wir nicht. Hinterhaltsbefehle. Erfordert das Level 19. Moment. Angriffsreichweite 25. Und physischer Schaden ist ungefähr gleich. Haltbarkeit ist besser als unseres. Zweihandgeschwindigkeit ist ein bisschen langsamer. Magischer Schaden. Ah, okay, der macht mehr magische Schaden. HP ist besser und ist unseres besser. Physische Abwehr ebenfalls. Splitterkapazität. Ich finde das Schwert für die Dame aber edler, deswegen verkaufe ich den Hammer mal. Die Dame sollte schon mit ihr Schwert rumrennen. Goblinbeute, Rüstung, Ausrüstung vergleichen. Die ist schlechter hier jetzt, oder wie? Ja, ja, die ist auf jeden Fall schlechter. Verkaufen wir die. Verkaufen wir die. Nee, Quatsch. Fängerhalskette kann nicht verkauft werden. Ach so. Tittelbeförderer. Kupfersense. Brauchen wir auch nicht. Gehört nicht zu uns. Drachenmacht. Behalte ich mal, glaube ich. Wollte ich extra behalten. Beschädigte Taschenuhr ist ein Questgegenstand. Ansonsten hat man jetzt hier kein Item. Kann irgendwie sortieren hier? Ach, siehst du, Ausrüstung? Ach, super. Stärke kritischer Treffer und Dracheneinfluss. Dann lege ich mit denen mal an. Oh, das habe ich verkauft. Ach, egal. Wie ging das mit Zeva-Charakter, gell? Genau. Drachenmacht und Dracheneinfluss und das hier sind Magie- und HP-Regeneration. Würde ich ja bevorzugen. Das hier war Drachenmacht, gell? Genau. Nehmen wir mal den. Und das da gibt Magieabwehr und Heilungs. Genau, dann tun wir mal verkaufen. Ach, den habe ich doppelt. Ne, das ist besser, okay. Verkaufen wir mal den, dann Drachenmacht, HP und Dracheneinfluss. Das ist ein ziemlich, das ist ein krasser. Eine Kette, die es aus ihrer erleichtert, Drachen zu zähmen.
Ach, eine Kette ist das. Ach so, dann ist es wahrscheinlich, genau, das ist die hier. Drachenmacht und Stärke kritischer Treffer. Dann nehme ich mal die hier. Ne, wo war die? Die hier. Na, nimm. So. Die behalte ich aber, dann kommt das hier noch weg und das hier noch weg. So. Was unverkäufliche Quest-Items? Ach so. Vorräte. Frische Pilze bekam weg. So. Basisaktionstrank. Können wir uns mal... Moment. da können wir uns mal... Ups. Quatsch, warte. System. Makro-Interface. Dann lege ich mir hier mal einen Basisaktionstrank drauf. Geht das denn irgendwo? Ich habe jetzt eine neue Tastatur, für die es interessiert. Mit 180 Makros. Deswegen würde ich gerne die Makros auch nutzen. In Games. Ich muss bloß den Basisaktionstrank erstmal finden. Und die ganzen Tränke allgemein. Gibt's die überhaupt? Ja, schade, wenn nicht. Okay. nee, nicht das. Ich will eigentlich auf... Wie komme ich denn ins Inventar? War das J? J war das Questlog. F. D, G. Hä? E. I. K. Wie kam man denn ins Inventar? Moment. Ich bin echt zu blöde dafür, ey. Beschwören, Rucksack. Ach, mit B. So, C. Und jetzt noch die Makro, das Makro-Interface. B. So, Moment, dann geht das so, wenn ich das so mache. Löschen. Dann packe ich mir den mal hier drauf. Ich raff das nicht. Ach so. Nein, ich wollte nicht trinken. Ach, das ist behindert. Okay, Moment, wir machen das jetzt anders. B, dann nehmen wir hier die Tränke. Es tut mir leid, wie gesagt, das ist alles gerade ein bisschen ausprobieren hier. Dann packe ich mir die Tränke jetzt hier her. Was haben wir noch? Hier haben wir noch den Spaß. Das brauchen wir alles noch. Und graue Items, allgemeines Item, okay. So, dann würde ich gerne noch Feinschmied lernen. Das gehen wir mal, machen wir mal wieder los hier mit Crafting. Ich würde gerne hier ein bisschen... Was kann man denn daraus machen? Beschwörerring? Das gibt es doch bestimmt ein bisschen Level dazu, oder? Nicht? Nicht? Was? Ah, das gibt Level dazu. Sehr schön. So, dann craften wir uns hier den Spaß mal. Für was auch immer das dann später gut sein soll. Oh, da machen wir uns noch Kupferblock, das sollte dann null Problembedingungen erfüllen. Na super. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gecraftet wieder. Und jetzt geht's mal los hier mit den ganzen Quests, die wir... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Geh mal auf die Map.